Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fallout 4. Da oben haben wir erstmal einen super mutanten Scharmützel und einen legendären Scharmützel dazu noch. Das heißt, wir müssen aufpassen. Mist. So kann ich den aber auch nicht treffen, ne? Willst du nicht mal ans Fenster kommen? Oh je, oh je, oh je. Er kommt nicht ins Fenster. Und hier über mir dürfte wohl der Legendäre sein. Aber wenigstens lebst du wieder. Ich glaube, am besten nehmen wir den hier. Na, ah, gar nicht. Nicht den. Er hat mich gesehen. Ah. Bin ich. Ach, Hund. Will ich genau zwischen die Fronten kommen? Ist der andere. Oh shit. Granate. ich nehme auf gut Glück. Wir brauchen jetzt die starke Knarre. Das war knapp. Okay. Will jetzt nur noch Nummer 2 und ich habe. Was? Oh nein, nicht jetzt. Was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht. Hier wollte ich rein. Ich bin voll. Habe ich Kleidung mitgenommen? Es bringt mir einen Scheiß. Tschüss. Du bringst mir auch nichts. Obwohl Wahrnehmung. Wahrnehmung, Freunde. Was bringt mir mein Helm derzeit? Ja. Ein bisschen Strahlenresistenz. Gut, Wahrnehmung ist nicht das, was wir unbedingt brauchen. Wenn irgendwas kommt, was wir unbedingt brauchen, wie Ausdauer oder Stärke oder so ein Kram, ja, dann komm. Aber so, nee. Superhut hat eine Schrottrüstung. Ich meine, die ist scheiße, aber ich würde sie gerne sehen. Kann es nicht anziehen? Das ist höchstwahrscheinlich für einen Begleiter. Ich verstehe. Ja. Was werfen wir weg? Mir fehlt 10 Stärke. Wieso fehlt mir 10 Tragekapazität? Ach, Freunde. Also so schlimm. Ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Ich weiß auch nicht, wo der ganze Kram herkommt. Wo kommt da mein Gewicht her, sag mal? Ah. Davon wahrscheinlich, ne? Gewicht 10. Wirfen wir das weg. Gelber Pilotenhelm. Wahrnehmung brauche ich auch nicht. Boosterjacke würde ich gerne behalten. Und das war's auch schon. Mehr kann ich auch nicht wegwerfen. Okay, du bist nicht der Legendäre. Ich muss Munition unbedingt sparen. Okay, so könnten wir das auch machen. Dauert aber eine Ewigkeit.
Oh, nicht sterben, Zero, nicht sterben. war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich muss die Waffen rausnehmen, weil rausholen, weil die echt stark sind, aber ich muss die eigentlich auf sparen. Was? Wie? Was? Wie hat er es geschafft, mich um die Ecke zu töten? Hä? Aber ich find's gut, wie du da hinten stehst. Kann ich eigentlich auch Bullseye rausholen, ne? Ja, Bullseye hat auf jeden Fall funktioniert. Okay, wir brauchen nur ein Jagdgewehr. Wir haben wahrscheinlich mehrere schon dabei. Wo sind denn die Jagdgewehre? Ich habe nur eins. Ich habe nur ein Jagdgewehr mitgenommen. Daraus würde ich gerne eine Sniper zimmern. Das wäre cool. Oder was für Munition verbraucht. Das ist schon eine. Unsere Bullseye ist ein Jagdgewehr. Achso. Das erklärt so einiges. Okay, ich bin immer noch überladen. Dann muss das weg. Wir haben dann nämlich noch einen legendären mit einer hübschen Waffe. Die Waffe würde ich gerne behalten. Außerdem möchte ich demnächst mal an diese Sniper auch noch einen Schalldämpfer anbringen. Lass mich doch rausreden. Okay. Nein, 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 nein. Ach komm! Es sollte. Granaten wissen. Ah, ich sollte öfters abspeichern, ganz ehrlich. Gib mir jetzt schon viel Nüsse hier. Will die nicht in meinen Rücken schießen? So. Na komm, jetzt zeig dich doch. Ich will nur einen Kopf haben. Gerade eben hat das viel leichter funktioniert. Okay. Mein Hund hat's erledigt. Gut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon oft genug gegen ihn gekämpft hier. Deswegen mache ich ihn jetzt kaputt. Es gibt's nicht erst mein Kopf getroffen, ne? Da trifft er einfach meinen Kopf. Oha. Baba. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen 5% mehr Schaden. Oh, wir brauchen mehr Grogner auf jeden Fall. Grogner hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und jetzt ziehen wir uns erstmal ein Redway rein. Ein Glück haben wir ja so viele davon. Okay. Looten wir erstmal den Kram hier, ne? Was haben wir hier so Schönes? Ein Dinner-Tablett. Wir müssen danach auf jeden Fall zurück. Mal in unsere Gegend. Jagdgewehr brauche ich nicht mehr. Einfach nur ein paar Sachen ablegen. Ihr seht schon, ich bin überladen, weil ich hier alles mitnehmen muss.
Ach, Dogmeat. Hey. Das geht auch noch, ne? Stimmt. Ihr habt übrigens gesagt, ich soll ihm einen Teddy geben. Habe ich noch einen Teddy? Schrott müsste das sein, ne? Na, ich habe kein Teddy, du weißt. Tut mir leid. Es tut mir leid, doch, Miet. Wie wär's, wenn du den ganzen Schrott hast? Das ist bestimmt schon mal ein Anfang, wenn du den ganzen Kram nimmst. Dann hab ich weniger dabei. Ja, 30. Alter, wie viel Gewicht? Huch. Die Patronen brauche ich aber noch. Gut, dann nehmen wir die Leuchtpistole. Brauche ich sowieso nicht. Da muss ich gleich mal wegen Schaden gucken. Der macht 44 Schaden, ne? Ja gut, Rüstungsdurchdringung. Ignoriert 30% des Schadens und in der. Ja, schon. Aber im Endeffekt. Ich muss ausprobieren. Du kommst dahin. Die Schrot, ja gut, ich weiß nicht, ob ich die Schrot noch brauche. Die ist nämlich schon recht schlecht geworden. Ja, Gewehr. Kann weg. Brauchen wir wirklich nicht mehr. Und dann haben wir noch 173 Gewicht. Wo kommt das bitte her? Wir müssen die Hilfsmittel nochmal durchgehen später, um da ein paar Sachen abzulegen. Okay, pass auf. Folgendes werden wir ausprobieren. Die Panzerbrecherpistole von mir. Die macht ja schon guten Schaden, nur sie braucht halt so lange für den nächsten Schuss. Und da wir hier jetzt gerade ganz, ganz viele Splittergranaten bekommen haben. Über mir. Oh, ich verstehe. Wohl nichts gewesen. Ich was hören. Hoppla. Ach, er hat schon ordentlich Schaden genommen. Oh, er ist mutiert. Kannst du mal aufhören, meinen Kopf jedes Mal zu treffen? Ich dreh durch. Diese Kopfschüsse, ne? Ups, ich hab einen Red Ray reingezogen. Egal. Mist. Muss dazu sagen, ich könnte die ganz easy zu einer Sniper machen, ne? Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie bei mir explodiert ist. Ah, fuck. Oh. Es verfolgt mich. Okay, was haben wir noch zum Werfen? Ach Mann, die ersten beiden habe ich richtig cool geworfen und dann. Luca-Granate. Gucken wir mal, was die Luca-Granate macht. Heilige! Aber Radioaktivität. Okay. Wenn jetzt der legendäre Tod ist, kann ich dich ja so töten, ne? Oh ja. Schön kritischen. Komm, der hat doch kein Leben mehr. Vielleicht treffe ich die ganze Zeit diese dämliche Lampe. Na endlich.
Schauen wir mal, was der Legendäre uns hinterlassen hat. Ich weiß, wir haben jetzt verdammt lange gebraucht, hierher zu kommen. Aber ich habe es auf die ganze Zeit verkackt. Kronkorkenvorrat. Joa, kann sich sehen lassen, ne? Plasma-Minigun. Ausgezeichnet. Fügt 10 Punkte Energieschaden hinzu und kann Gegner schmelzen. Ja. Ist ja schön und gut, aber ganz ehrlich. Ich glaube, das brauche ich nicht. Aber es ist schön auf jeden Fall zu haben. Was ist hier unten? Ups. Wo bin ich? Kronkorkenvorrat? Plastikkürbis? Ein Terminal zum Entsperren? Hoppla. Ja. Fehler passieren, wohin Fehler passieren. Knacken wir das Ding kurz und dann gucken wir mal, was sich da drin befindet, ne? Alter, ich sehe nichts. Da. Dollarzeichen. Da ist noch was. Das sind nur so ganz kleine Viecher. Ach, und hier sind jetzt plötzlich fünf auf einmal oder was? Das ist so eine Verarsche. Das sind noch Klammern, egal. Wir haben nur noch einen einzigen, ne? Bin durch. Safe-Steuerung. Na, wieso nicht? Oh, mit Leuchtvisier. Aber wo ist jetzt der Safe? Ach da. Was war das? Supermutanten-Ländenschutz? Bekommen wir hier den Supermutantenbegleiter? Kann das sein? Jetzt haben wir schon zwei Sachen für ihn gefunden. Ich dachte, ich habe das Ding geknackt. Ach, scheiß drauf. Geht jetzt schneller als den Computer nochmal anzumachen. So, siehst du? Schallgedämpft und panzerbrechend. Oha. Ich würde sagen, von einem von den beiden werden wir definitiv den Schalldämpfer abbauen. Und den irgendwie in die Sniper klatschen oder so. Warte kurz. Erstmal Psst ausrüsten. Dann suchen wir die Schallgedämpfte. Feuerrate. Wieso macht der 32 Schaden? Hat wahrscheinlich diese Halbautomatik-Mod, ne? Naja, okay. Also die Tür habe ich auch nicht entsperrt. Easy. Ist immer eine Gratis-Erfahrung, also komm. Halb so wild. Oh, wa warte. Oh, mein Hirn, es erinnert sich an etwas. Wo ist der Rückweg? Das ist nicht das, woran ich mich erinnert habe, aber ich nehme es trotzdem sehr gerne. Nein, nein, ich wollte woanders hin. Und zwar, Freunde, wollte ich da, wo wir gerade am Anfang waren. Wo war das denn nochmal? Hä? Wie komme ich hier raus? Wo bin ich? Ah.
Oh. Als ich hier nämlich war am Anfang der Folge, habe ich gesehen, dass hier ein Loch ist. Also wollte ich eigentlich darunter. Bin aber hochgegangen, um die zu töten. Hab's dann vergessen. Habe ich gerade erinnert und dann kamen wir tatsächlich von da. Naja, okay. Ab in den Fahrstuhl. Aber was hat. Hat dann der Fahrstuhl da oben gebracht? Nur mal so mal zum Anmerken. Wir gehen da mal kurz hoch. Kleinen Moment. Ist das derselbe? Vielleicht sollte ich mir vorher was zu essen reinziehen. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder? Habe ich auch noch was Gekochtes oder so? Es geht definitiv nach oben. Haben wir die Quest nicht mehr ausgewählt? Der Weg zur Freiheit. Der Vorhang fällt. Das wird mir nicht gefallen. Ich verstecke mich lieber. Und ich speichere. Ich kann hier nicht speichern? Ich glaube, die Schweine von Entwickler haben in diesen Fahrstuhl ein Ladescreen eingebaut. Und man merkt es nur nicht. Weil keiner kann mir sagen, dass ein Fahrstuhl so lange fährt. Als hier wenigstens Fahrstuhlmusik geben würde, ne, Kleiner? Das wäre schon was. Das wäre schon was. Na, endlich. Grünes Zeug. Moment, ist das jetzt meine Pst oder die andere Waffe? Das ist mein Pst. Supermutanten-Beinrüstung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich bin. Was? Wo? Nein! Das sind verdammt viele. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir hier noch gar nicht sein sollten. Weil die Quest führt mich eigentlich hier raus. Egal, wir gucken uns hier mal kurz um. Und dann gehen wir wieder runter. Nehmen wir das hier mal. Brustkorb und Becken. Was auch immer Brustkorb und Becken ist. Ich nehme es. Wir sind ziemlich weit oben. Aha, wir hätten uns von hinten anschleichen können. Nur mit meinem Schleichskill momentan wird es, glaube ich, eher nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumlaufe, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Das wär's. Ja, nehme ich alles drei. Was hatte ich eigentlich noch für Waffen? Ich habe doch noch mehr Waffen bekommen, oder? Inventar, Waffen.
Automatisch mit Leuchtvisier 40 Schaden. Na nee, da macht mein Bullseye macht da glaube ich mehr, ne? Nein, 31? Das Bajonett kann aber ehrlich gesagt weg. Aber wir müssen das Automatik-Mod hier rausnehmen. Huiuiui. Keine Ahnung, wo du herkommst, Kollege, aber soll mir egal sein. Ist wohl, glaube ich, einfach hier runtergelatscht, ne? Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich kenne den Text leider nicht mehr weiter. Sonst hätte ich weiter für euch gesungen. Es war ja damals auch so ein Mist, ne? So ein Mist-Song. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Und damit habe ich auch noch so einen Plattenvertrag bekommen und ich dachte nur, oh Gott, was ist mit der Welt passiert? Die wurden auch komplett verarscht, die Jungs, die das gesungen haben. Die haben halt nur diesen einen Song, glaube ich, gehabt, der wirklich Erfolg hatte. Da haben die, glaube ich, noch einen gemacht. Und haben damit verkackt. Okay. Da kommen wir jetzt schwer ran. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier komplett falsch bin. Weil die Quest führt mich auch nicht hierher, oder? Nee, die Quest. Ach so. Haben wir zwei Quests ausgewählt? Daten. Da. Ah, okay. Da oben ist halt mein Hauptquest. Kaffeekanne. Und so viel Zeug, das wir mitnehmen müssen. Da markiert man sich zwei, drei Sachen, weißt du, und da muss man 1 Milliarde Sachen mitnehmen. Kann ich hier noch irgendwas machen, um mir den Kampf vielleicht zu vereinfachen? Ich glaube nicht, Experte. dass ich das Schloss knacken kann. Stimmt, ich habe ja keinen Punkt mehr drin, aber ich kriege hier definitiv noch ein Level. Wenn wir hier durch sind, kriegen wir ein Level. Von daher holen wir uns dann das Schloss. Es nützt alles nichts, Freunde. Wir müssen hoch. Wir sind noch zu zweit. Ich weiß nicht, ob da ein Legendärer ist oder nicht. Kleines Baby Angst haben. Wie er versucht, mich zu provozieren. Finde ich cool gemacht. Gibt's hier noch irgendwas für mich? Eine Haarklammerbox hier. Ja. Aber ansonsten leider nichts. Okay, was nehmen wir denn so Schönes zum Werfen? Splittermine bringt eigentlich gar nichts in den Molotow-Cocktail kommen. Davon haben wir noch genug. Fist! Heilige, was? Scheiße, ich hab wieder nicht abgespeichert, ne? Ach Gott. Na gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Zu einer neuen Folge von Fallout 4. Achso, das ist gar nicht der richtige Aufzug, ne? Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen einfach an der Stelle wieder, wo wir aufgehört haben. Und dann passt das schon. Bis morgen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Okay, die sind immer noch tot.
ein bisschen Bedenken.